Thema und Karte Nummer 6. Seelenplan, Brücke zu meinem wahren Lebensweg. Ein jeder von uns hat einen Seelenplan, seinen ganz persönlichen Seelenplan, den zu erfüllen wir hier auf der Erde sind. Der Seelenplan gilt für das ganze Leben mit all seinen Facetten. Diesen Seelenplan haben wir in Absprache unter anderem mit unseren Schutzengeln, unseren Geistführern und dem Göttlichen abgestimmt und vor unserer Inkarnation festgelegt. Wir haben Verabredungen mit anderen Seelen getroffen, meist Begegnungen, die uns auf unserem Lebensweg weiter voranbringen sollen. Das können auch ganz kleine, scheinbar unbedeutende Dinge sein, wie ein zufällig aufgeschnapptes Wort oder ein Satz, der uns zum Nachdenken darüber anregt. Das sind Menschen, die es uns ermöglichen, einen neuen Weg einzuschlagen oder unsere eingefahrenen Pfade zu überdenken, um dann vielleicht eine Kurskorrektur vornehmen zu können. Eine Korrektur wieder hin zu unserem eigentlichen Weg, unserem Lebensweg im Einklang mit unserem Seelenplan. Wie erkenne ich nun meinen Seelenplan? Das ist einfacher, als wir alle es einmal dachten. Immer, wenn es sich gut anfühlt, dann sind wir auf dem richtigen Lebensweg. Dann gehen wir entsprechend unserem Seelenplan vor. Es sind so einfache Dinge wie Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Wenn du an dem Punkt einer Entscheidung stehst, dann stelle dir alle zur Auswahl stehenden Alternativen nacheinander vor, jede einzelne, und zwar, als ob sie schon jetzt eingetroffen wäre. Fühle jedes Mal, wenn du dich gedanklich in einer der Möglichkeiten befindest, hinein. Das heißt, stelle dir die entsprechende Situation vor deinem geistigen Auge so vor, als ob sie schon eingetroffen wäre, als ob du schon an diesem Platz wärst. Und dann spüre in dich hinein. Wie fühlst du dich in dieser Situation, in dieser Umgebung oder in diesem Umfeld? Die Alternative von allen Möglichkeiten, die sich richtig gut anfühlt, ist dein Weg. Und zwar egal, was dein Verstand dazu sagt. Dein Verstand wird dir vielleicht eine der anderen Möglichkeiten als die beste verkaufen wollen. Deshalb ist es so wichtig, dass du auf dein Gefühl vertraust, auf das Gefühl in deinem Herzen. Versuche den Unterschied herauszubekommen zwischen deinem Gefühl im Kopf und dem deines Herzens. Das Gefühl deines Herzens weist dir den für dich richtigen Weg. Bevor wir hier auf der Erde inkarnieren, legen wir uns in diesem Seelenplan viele kleine Hinweise und Eckpunkte fest. Bei dieser Planung gehen wir gemeinsam mit unserer geistigen Führung sehr sorgfältig vor. Bei wichtigen Ereignissen in unserem Leben, die wegweisende Entscheidungen bewirken sollen, haben wir uns oftmals gleich mehrere Hinweise zur Entscheidungsfindung hinterlegt. Hierbei haben wir, durch den freien Willen, trotzdem wieder alle Möglichkeiten offen, für die wir uns entscheiden können. Den für uns besten Weg, die für uns beste Entscheidung, fühlen wir im Herzen. Es ist also an uns, wieder auf unsere innere Stimme zu lauschen und ihr zu vertrauen. Denn hier in unserem Herzen sind all die wichtigen Hinweise und Wegweiser für unser Leben im Seelenplan gespeichert. Vertraue dir selbst und deiner Seele, die über dein Gefühl in deinem Herzen dich auf deinen Pfad entsprechend deines Lebensplanes lenkt. Erkenne so schließlich deinen ureigenen Weg, der deinem Seelenplan entspricht. Sprich,
Meine Seele kennt ihren Weg. Ich vertraue mir selbst und folge den Impulsen im Innern. Schaue dir nun das Symbol Seelenplan an und lasse es auf dich wirken. Mit dem Blick auf das Symbol setzt du deinen persönlichen Transformationsprozess bereits in Gang. Du kannst dies so oft und so lange durchführen, wie du es möchtest und wie es sich für dich stimmig anfühlt.